Ja, moin, hallo und herzlich willkommen hier auf Toffis Kanal zu meinem großen Tram-Sim-Vergleich PC versus PS5-Version. Ja, Tram-Sim. Mein Vergleich der beiden Versionen auf PC und PS5, also ich habe keine Xbox-Version, aber diese beiden Versionen habe ich. Und nein, hier gibt es keine bezahlte Werbung im Video. Ich finde das Spiel oder beide Spiele aber einfach toll. Das muss ich schon mal vorweg sagen. Warum habe ich beide Versionen? Ich habe mal wieder im PlayStation Store ein bisschen nach Spielen geschaut und bin dann hier über Tram Sim gestolpert. Fand das gut, habe mir das also auch im Prinzip sofort gekauft. Und wie es dann der Teufel so will, habe ich auf Steam auch nochmal geschaut und da gab es natürlich die Versionen auch. Ein bisschen anders, noch ein bisschen umfangreicher und insofern habe ich mir das auch zugelegt und dann habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich doch mal gerne wissen, was das so ein Unterschied ist und habe mir das dann mal auseinanderklamüsert und das ist jetzt hier mein Vergleich, der natürlich subjektiv ist, da ist ja klar, das ist mir auch logisch, dass ich hier quasi nicht objektiv drangehen kann. Und vorweg, ich habe also kein High-End-PC, was die Grafik angeht, ein ganz normaler Gaming-PC und auch die PS5 ganz normal, nichts Besonderes. Ich habe mir aber den Umfang der beiden Spiele angesehen, also welche Modi gibt es da, Szenarien und so weiter gibt es da, welche Fahrzeuge sind im Spiel dabei, die Grafik und die Audios werden eine große Rolle spielen. Wir machen noch einen kleinen Walkaround, schauen uns dann auf jeden Fall die Steuerung in einem kleinen Gameplay an und am Ende kommt dann natürlich mein Fazit zu dem Ganzen versprochen und auch im Vergleich zu dem, was der Publisher eigentlich so verspricht. Und ja, lass uns mal loslegen und wir schauen mal uns den Spielumfang an. Also, hier muss man zunächst sagen, dass die PC-Version eigentlich zwei Spiele sind, nämlich einmal die Vienna und einmal die Munich-Version. Und das ist also sind zwei Spiele separat nebeneinander, während die Version Tram Sim Konsole, also auf der PS5, Xbox, wie gesagt, kann ich leider nicht so sagen, ist also eben ein Spiel mit München und Wien in einem Spiel zusammen. Der Publisher verspricht in Wien zumindest eine Größe von knapp 4 Millionen Quadratmetern und einem 25 Kilometer langen Streckennetz. Und in Wien bekommen wir drei Linien zur Verfügung, die Linie 1, die Linie 71 und die Linie U2Z. Und in einem DLC gibt es dann noch den Betriebshof dazu, der ist wichtig für ein Szenario. Und in München gibt es ebenfalls drei Linien, die Linie 23, die 27 und die 28. Das ist in beiden Versionen gleich und auch daran denken, PS5, ein Spiel, PC, zwei Spiele. Und jetzt schauen wir mal auf die Fahrzeuge, die so im Spiel mit dabei sind. In Wien und auf der Konsole gibt es die Flexity, das ist das, der Zug hier oben, quasi der modernste Zug, der in Wien momentan rumläuft, rumfährt, muss man besser sagen, und die E2C5 als Fahrzeug. Und das gibt es sowohl in der PS5-Version als auch quasi in der Wiener Version. Und in München gibt es dann nochmal die R2B dazu. Die PS5-Version hat ja quasi Wien und München in einem Spiel. Insofern gibt es diese drei Fahrzeuge hier in der Konsolenversion. Als Zusatz-DLC gibt es dann den Ulf. Das sind diese vier Fahrzeuge, quasi vier Varianten in der PC-Variation. Kostet das dann 14,95 zusätzlich. In der PS5-Variante gibt es zwei Editionen, nämlich einmal die Standard-Edition, da wäre das nicht dabei. Und in der sogenannten Deluxe-Version oder Deluxe-Edition, da ist der Ulf mit dabei. Zu den Preisen sage ich gleich nochmal was oder später nochmal was. Und in der PC-Version kann man zusätzlich noch hier eine weitere BIM dazu nehmen, nämlich die E1C3, ebenfalls für 14,95 €. Also die E1C3, die klassische Tram in Wien, die ist also dann in dem DLC mit vorhanden. In der, da sehen wir es noch mal im Hintergrund jetzt quasi, in der PC-Variante gibt es zusätzlich noch dazu die Möglichkeit, die Tastenbelegung zu verändern und anzupassen oder auch einfach nur nachzuschauen. Nachzuschauen geht natürlich überall, aber im Prinzip kann man sich auch dann anpassen an seine Bedürfnisse und so wie mögliche Repaints für den Linienbetrieb. Ich könnte mir vorstellen, da ist jetzt noch nichts da drin. Ich könnte mir vorstellen, dass das später für gemoddete Lackierung vielleicht möglich ist oder ähnliches. Das finde ich dann natürlich dann relativ schick, aber das geht eben nur in der PC-Variante. Die Menüführung ist relativ simpel, ein bisschen unterschiedlich, aber ansonsten quasi sehr, sehr einfach gestaltet, quasi, also nichts Besonderes, nichts Wildes und etwas unterschiedlich halt zu sehen. Was der Unterschied bei dem PC-Spiel ist auf jeden Fall die Tram Challenges. Da muss ich nochmal gucken, was das ist. Habe ich tatsächlich noch nicht durchgeführt, aber das sind halt so Herausforderungen, die man fahren muss. Ich habe es aber tatsächlich noch nicht selber getestet. Aber das ist der Unterschied, den gibt es hier auf der PS5-Version eben nicht. So, dann
schauen wir uns mal den Grafikvergleich quasi an. Dazu habe ich Folgendes gemacht. Also beim Start des Spiels kann man also in der PS5-Variante hier oben hier die Region wählen. Beim PC geht das auch, wenn man beide Spiele hat. Ansonsten, wenn man jetzt nur München hätte, könnte ich natürlich auch nur München auswählen, logischerweise. Ne? Danach wählt man den Modus. Es gibt da zum Beispiel einen Fahrplanmodus. Man kann die Linie wählen, die Starthaltestelle, die Richtung sowie die Jahreszeit und auch die Uhrzeit und das Wetter kann man wählen. Und für den Grafikvergleich habe ich in beiden Versionen die Linie 1 gewählt. Einen einfachen Modus, also keinen Fahrplanmodus gewählt, mit dem Startpunkt in Prater Hauptallee. Als Uhrzeit habe ich für die Tagesgrafik quasi 9 Uhr eingestellt und für die Nachtgrafik habe ich 3 Uhr genommen. Und dann wähle ich unterschiedliche Jahreszeiten und unterschiedliche Wetterformationen, damit man es einfach vergleichen kann. So, wir starten mit dem Grafik- und auch Tonvergleich. Ja, auf der linken Seite seht ihr die PS5-Version, auf der rechten Seite die PC-Version. Ich habe das also so gemacht, ich habe es direkt von der PlayStation auch aufgenommen, dass also kein Unterschied ist. Und wir haben es jetzt Sommer, sonnig, 9 Uhr morgens, beides mal dieselbe Tram, das ist die Flexity von Wien quasi. Rechts kann man gut die Bäume, schönes Grün sozusagen, erkennen. Durch die Scheibe auf der linken Seite ist es ein bisschen dunkler. So ist aber die Grafik, zumindest aus meiner Sicht, nicht großartig anders. Wir kommen jetzt zum ersten Bahnhof rein. Die Geräusche sind auch sehr gut umgesetzt, kann ich nicht anders sagen. Auf der rechten Seite seht ihr, auf der PC-Version haben wir sehr wenig Gäste. Auf der linken, in der PS5-Version, sind sehr viele Gäste dort. Aber ihr seht auch sofort schon, da sind sehr viele auch doppelt. Viele Personen sind doppelt, die sehen immer gleich aus. So, jetzt gehen wir in den Frühling hinein. Frühling und bewölkt. Ja, man kann ein bisschen mehr Wolken sehen. Auf der PC-Version ist der Himmel ein bisschen blauer. Von der Natur her erkenne ich jetzt keinen großen Unterschied zum Sommer hin, muss ich sagen. Natur ist in beiden Variationen, finde ich, auch in Ordnung. Spiegelungen sind okay. Also ich finde, da tut sich nicht viel. Abgesehen davon, dass wir beim PC weniger Fahrgäste haben. So, jetzt haben wir Herbst und zwar in der Regenvariante. Und da sieht man auch schon, ihr könnt es vielleicht sehen, es tropfelt auch in der Tram. Also das ist ein Grafik-Bug. Und jetzt sieht man auf der rechten, auf der PC-Version, sieht man sehr gut das Wasser in den Pfützen stehen. Aber auch auf der PS5-Version ist das ebenfalls zu sehen. Da sieht es ein bisschen flächiger aus auf der PS5-Version, muss ich sagen. Also hier auf der PC-Version sah es ein bisschen mehr wie Wasserlachen, so würde ich es mal sagen, aus. Ja, aber auch das Herbst. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen rot-grün Farbschlag, muss ich dazu sagen. Aber für mich sieht es auch die Bäume jetzt für eine Herbstlandschaft auch immer noch genauso aus. Vielleicht so ein bisschen heller als in der Sommerversion. Aber jetzt nicht viel. Und wenn man jetzt wieder die Leute sieht, jetzt hier auf der PC-Version ist kaum jemand am Start. Bis auf der Rollstuhlfahrer, der ist eigentlich immer da. Der arme Kerl, immer an derselben Stelle. Jetzt gehen wir in den Winter hinein. Neblig. Ihr seht dort, der Himmel ist zwar ein bisschen trüber, so kann man das vielleicht sagen, aber im Fahrgeschäft, beim Fahren selber, sehe ich jetzt nicht unbedingt Nebel, bis auf, dass da kleine Reflexionen sind auf der Scheibe, aber ansonsten sehe ich jetzt kein großartiges Nebel. Vielleicht wird das auch nochmal dichter im Laufe der Zeit, aber was man sieht jetzt im Winter ist auf jeden Fall, die Blätter sind weg. Das heißt, die Natur ist da auf jeden Fall jetzt mehr auf Winter gestellt und man kann so ein bisschen am Rand der Trasse, sieht man so ein bisschen, soll wohl Schnee darstellen, sieht aber überschaubar gut aus, sage ich jetzt mal. Also der Schnee ist da noch nicht wirklich zu erkennen für den Winter. Und man sieht jetzt hier das erste Mal, dass also auch die Leute sich etwas anders angezogen haben. Auf der PS5-Version sieht man es gerade. Die haben jetzt auch mal Jacken und Mäntel an.
Das ist aber auch der einzige Unterschied bei den Fahrgästen. So, jetzt haben wir die Jahreszeit Weihnachten, die gibt es auch. Und die ist dann hier verschneit. Auch da schneit es in der Tram. Das ist auch, naja, wie gesagt, ein Bug. Also für Winter und Weihnachten kann man keinen Regen wählen. Da geht dann halt dann nur Schnee, das ist okay. Für mich ist das aber diese 2, 3, 5 Flocken, die da runterfallen, einfach auch ein bisschen wenig, muss ich sagen. Also da, vielleicht wird das auch im Laufe der Zeit noch ein bisschen mehr. Auch hier ist wieder, wie gesagt, die Natur natürlich auf Winter umgeschaltet. Aber es ist kein großartiger Schnee da. Es liegt auch nirgendwo Schnee. Verschneit würde ich mir ein bisschen mehr drunter vorstellen, ein bisschen mehr drunter wünschen. Aber okay, so ist das. Tonmäßig kann ich tatsächlich, ich habe auch die guten Kopfhörer auf sozusagen, kann ich keinen Unterschied erkennen. Und jetzt haben wir auf der PC-Version gar keinen mehr, bis auf, wie gesagt, den einsamen Rollstuhlfahrer, den wir immer an derselben Stelle haben. Der zieht sich auch nie um, der hat immer dieselben Sachen an, der arme Kerl. Und ja, jetzt kommen wir noch mal einmal in den Sommer zurück, und zwar in der Gewittervariation. Und da ist der Ton, muss ich sagen. Hört mal. Jetzt sind wir gerade am PC. Jetzt schalten wir auf die PS5-Version um. Da ist der Ton, also Gewitter ist da deutlich zu merken. Schöne Geräusche im Hintergrund, richtig ordentlicher Regen, ordentliches Windgeräusch, was da ist. Da hört man ordentlich was. Das gefällt mir sehr gut. Auch hier die Reflexionen, die Wasserflecken auf der Frontscheibe von außen auch zu sehen. Ich habe jetzt den Scheibenwischer bewusst nicht angemacht, aber man kann das, glaube ich, ganz gut erkennen. Das ist also ganz ordentlich. Aber hier seht ihr zum Beispiel die Leute, die da stehen, die Fahrgäste. Ganz normal T-Shirt, so what, kurze Buchse, alles okay. Jetzt machen dieselben Fahrten eigentlich nochmal, ein bisschen kürzer und als Nachtfahrten. Also jetzt ist es nicht 9 Uhr, sondern wir haben es jetzt 3 Uhr nachts. Und wir starten natürlich wieder mit dem Sommer. Sonnig ist natürlich nachts nicht wirklich da gegeben, ist auch klar. Aber hier sieht man also auch, der Himmel ist sehr, sehr schön. Wir haben sehr schönen Sternenhimmel da oben. Leichte Bewölkung, gute Lichtreflexion, finde ich. Auch von außen gut zu sehen. Mond ist auch zu sehen. Sterne zu sehen. Gute Beleuchtung, gute Reflexion drin, gefällt mir gut. Nachts ist die Grafik ja sowieso besser. Jetzt kommen wir zum Frühling bewölkt. Und da muss ich sagen, sehe ich zu dem, was wir gerade gesehen haben, zu Sonne und sonnig, keinen Unterschied. Kein Unterschied. Für mich sieht das genauso aus. Der Himmel sieht gleich aus. Kann ich keinen Unterschied zu gerade erkennen. Ob da jetzt ein, zwei Wolken mehr am Himmel sind oder nicht, mag ich jetzt nicht beurteilen wollen. Aber an sich, es ist gut gestaltet, also eine Grafik ist gut, keine Frage, aber es ist tatsächlich kein Unterschied zu dem, was ich gerade gesehen habe. Jetzt kommen wir mal zu dem Herbst nochmal wieder. Verregnet. So, jetzt haben wir es richtig, genau. Ich habe, wie gesagt, die Scheibenwischer lasse ich aus, aber man kann hier auch tatsächlich kein... Ja, ein bisschen mehr Wolken sind am Himmel oben. Was ist da passiert? Das habe ich falsch zusammengeschnitten, das Video, aber okay. Ich hoffe, man kann es trotzdem erkennen. Wir kommen jetzt zum Winter, neblig. So, Winter, neblig, hier fahren wir los. Neblig kann ich da überhaupt nicht erkennen. Der Himmel ist dunkel, ja, aber... Mehr kann ich da leider nicht erkennen. Und wir kommen einmal zum verschneiten Weihnachten. Liegt da wieder gut, gar keine Frage. Aber wie gesagt, Schnee. Verschneit. Ist für mich tatsächlich ein bisschen anders. Schnee kann man ganz leicht vielleicht erkennen. Und wenn, dann tropft er auch in der Bahn rum. Also verschneit, nee. Gefällt mir nicht so wirklich. Und wir kommen nochmal zum Gewitter, zum Sommergewitter. Das ist auch... Ja, der Ton ist geil. Und die Grafik ist auch super. Gut umgesetzt. Da drascht es ordentlich, da blitzt es, da hämmert es. Das gefällt mir gut. Da ist ordentlich Geräusch auch da. Also das ist super umgesetzt.
Ja, fahre ich jetzt mal noch ein bisschen weiter mit der PC-Version, also bis zur Haltepunkt. Da gibt es gleich im Hintergrund ein schönes Gewitter. Also nicht nur ein Blitz, sondern auch so ein bisschen wie Wetterleuchten quasi gemacht. Der Rollstuhlfahrer ist mittlerweile auch nicht mehr da. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Grafikbesonderheiten zu Weihnachten an. Also dann, wenn wir die Jahreszeit Weihnachten haben, muss das ja auch irgendwas bedeuten. Und wir fahren jetzt hier eine kleine Runde. Auch hier habe ich wieder den Ton einmal links, einmal rechts. Ihr seht es eingeblendet, wo er gerade ist. Und wir fahren mit der U2Z eine kleine Runde. Jetzt muss auf der PlayStation-Version erst noch so ein bisschen was einstellen, Scheinwischer und so weiter. Licht einschalten, das war beim PC schon an sozusagen. Deswegen fangen wir mit dem PC ein bisschen eher an. Auch hier Weihnachten, ihr seht ein bisschen Schnee am Rand. Aber nicht wirklich viel. Interessant werden jetzt hier auf dieser Straße die Lichtinstallationen. Die sind auf beiden Varianten recht gut. Was oben am Haus strahlt, sozusagen, kann man da gut sehen. Aber auch die Lichtbögen. Gehen wir raus. Genau, die Lichtbögen, die über die Straße gespannt sind hier. Auch ein Vorteil auf der PC-Version: Man kann damit nicht zoomen. Das kann ich auf der PlayStation nicht. Ja. Und wie gesagt, Schnee ist hier nur bedingt zu sehen. Ja, die Leute lassen sich auch nicht davon stören, wenn wir mal mit der Tram nachher fahren. Da komme ich aber nachher im Fazit nochmal zu. Und so vermute ich mal, ich bin jetzt nur diese Straße gefahren zu Weihnachten, ich vermute mal, dass es dazu dann zu der Grafik, also wahrscheinlich wird die Stadt schön geschmückt sein zu Weihnachten, so könnte ich mir das jetzt vorstellen, oder schön beleuchtet, wie gesagt, so könnte ich mir das zumindest vorstellen. Also hier sieht man es auf jeden Fall schon mal, und Weihnachten bin ich jetzt nur diese kurze Tour gefahren. Umsteigen zu U1, U4, D, 2, 71, Auch die Ansagen sind 2A, sehr gut umgesetzt, muss ich sagen. 59A. Sowohl in der PC als auch in der PS5-Version. Ja, das war die Grafik in verschiedenen Variationen und Varianten. Also ich habe da einiges aufgenommen. Und ja, zum Teil beeindruckend, zum Teil ein bisschen Luft nach oben. Komme ich aber meinem Fazit nochmal dazu. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Walkaround. Man kann nämlich die Tram auch verlassen und sich draußen umsehen. Und das machen wir jetzt einmal. Und ja, viel Spaß dabei. Jetzt geht es aber weiter mit einem Walkaround. Das heißt, wir gucken uns mal so ein bisschen außerhalb der Straßenbahn mal die Umgebungen an und gucken, was da so los ist. Dafür haben wir an der Linie 71 die Haltestelle Schwarzenberg gewählt. Also man kann mit beiden rausgehen, wenn man auf der Plesi rausgehen möchte, Tür aufmachen, dann interagieren, hier diese Tür hier aufmachen, mit der X-Taste lange halten, dann kann man aussteigen. Das ist im PC ein bisschen einfacher mit der Maus, und Taste E kann ich aufstehen, und dann mit WASD kann ich quasi das Ganze verlassen, und ich kann vor allem auch dort zoomen, dass ich also mal gucken kann, wo bin ich denn gerade hier eigentlich. Ton haben wir jetzt momentan auf der PS5-Version, und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Soweit sind die Gebäude ganz nett gestaltet. Aber ihr seht es auf der PC-Version auf der rechten Seite. Es ist gerade bei den Fenstern und so weiter nicht wirklich, ja, fotorealistisch oder 3D. Und jetzt gehen wir mal über den Zebrastreifen hier drüber. Ja, es ist gerade rot. So what? Und jetzt werdet ihr auf der linken Seite auf der PlayStation sehen. Rums, das war's. Da geht es nicht weiter. Beim PC kann ich noch weiterlaufen. Das heißt, PS5 kann ich mal wieder zurücklaufen, aber mehr auch nicht. Auf der PlayStation-Version bin ich zumindest auf die andere Straßenseite gekommen. Deswegen schalten wir mal PS5 auch jetzt aus. Aber viel weiter als hier geht es auf dem PC leider auch nicht. Das heißt, man kann da nicht jetzt wirklich durch die Stadt laufen. Sind nur halt ein paar Dinge geregelt. Wir gehen also wieder zurück. Versuchen es mal auf der anderen Seite. Jetzt haben wir hier ein kleines Problem auf der PC-Version, denn jetzt fahren die Autos weiter. Jetzt habe ich natürlich auch keine Lust zu warten, aber ich gehe natürlich mal einfach. Ne, ihr seht, also die Autos fahren da auch ineinander, übereinander, durcheinander, halten an. Ich kann aber auch einfach durchlaufen, dann verschwinden die Autos auch einfach. Das ist so ein Grafikbug, muss ich sagen, der nicht wirklich gut ist.
Also ich meine jetzt nicht, dass ich da durchgehen konnte oder hierher gegangen bin, das meine ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, gesehen, die Autos fahren einfach ineinander, schieben sich übereinander. Das ist, ja. Und ihr seht also deutlich, also bei der PC-Version sind die Autos deutlich besser gestaltet also deutlicher zu erkennen auch, finde ich, also klarer gestaltet als in der PS5-Version. Und hier war es wieder das Gleiche. Man kann auf der Seite nur bis dahin gehen, auf der PC-Version komme ich halt noch 100 Meter, naja, vielleicht 50 Meter noch weiter und dann hört es aber auch hier wiederum auf. Ja, nochmal wieder zurück. Und ihr seht auch hier die Säulen rechts, die sind halt nicht, das ist nicht grafisch, das ist nicht 3D, das ist quasi Platz aufeinander. Also bis bei der PS5-Version stoppe ich da, weiter komme ich nicht. Auf der PC-Version komme ich noch 1,50 Meter weiter, nämlich bis zur Bahntrasse. Hier kommt noch ein Kollege, der lässt mich sogar durch, aber bis weiter als da komme ich nicht. Das heißt, zu meinem geliebten Mac ist auf der anderen Seite. Hier bei der PC-Version kann ich zoomen, komme ich leider nicht ran und jetzt fährt auch die Bahn einfach mal so durch mich durch. Das Strandbild, das Reizstrandbild ist zum Beispiel wieder gut gestaltet, finde ich. Also das kann man gut erkennen. Und ja, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zu unserer Tram, die wir da so einfach haben stehen lassen. Und wir machen mit dem PC mal weiter. Das ist aber jetzt auch das Gleiche, ob ich jetzt die PS5 oder die PC-Version nehme. Das ist das Gleiche. Ihr seht die Straßen, die Gleise, die Trassen sind sehr gut gestaltet, muss ich sagen. Dann kann ich hier auch an der Tram, kann ich zumachen, das Fahrzeug quasi. Und auch aufmachen. Das kann ich auf der PS5-Version auch machen. Was mir so ein bisschen stört an den Haltestellen, ihr habt es vielleicht gesehen, ist überall die gleiche Werbung von TramSim. Naja, jetzt achtet mal auf die Geräusche. Ich gehe jetzt also in die Bahn rein. Alle Türen sind zu, bis auf die vordere Tür. Am Geräusch des Autoverkehrs-KIs ändert sich gar nichts. Es bleibt genauso laut. Ich mache mal einen Kontrollgang hier durch die Tram. Aber das Geräusch ist genauso laut, als würde ich draußen stehen. Tür kann ich nicht öffnen. Sollte auch so sein, korrekt. Diese ist nämlich verriegelt, bis auf die Tür 1 vorne. So ist es richtig. Also man kann also die Knöpfe auch drücken, in beiden Versionen selbstverständlich. Mit der Maus ist es natürlich ein bisschen einfacher zu handeln als mit dem Controller. Ja, aber wie gesagt, Geräusche sind die gleichen. Und da seht ihr nochmal, genau, hier kann ich jetzt quasi die Tür wieder schließen, das ist wichtig, logischerweise. Und ich setze mich hin mit der Taste E. Und ihr seht rechts die Werbung, haben wir TramSim. So, Tür kann ich auch schließen. Dann kann die Fahrt losgehen. Ja, so viel zum Rumlaufen. Also viel kommen wir nicht von der Tram weg. Wir haben also wohl so eine Fußfessel dabei, denke ich mal. Also das ist wohl der, ja, gut, so detailreich wird man es wahrscheinlich auch nicht gestalten können, denke ich mal. Aber so quasi um die Tram herum, paar hundert Meter, kann man auf jeden Fall laufen oder gehen. Und jetzt kommen wir mal zum Preisvergleich, bevor wir dann später zu meinem Fazit noch kommen. Also, in der Konsolenversion, die wie gesagt sowohl Wien als auch München enthält, gibt es zwei Editionen. Nämlich einmal die Standard-Edition mit den Städten München und Wien, sowie, wenn ich mich dann nicht vertue, den Fahrzeugen Flexity und R22B sowie dem E2C5. Da bin ich mal nicht ganz hundertprozentig, ob die letzte BIM, also die E2 plus C5, ob die dabei ist, weil ich eben die Deluxe-Version gekauft habe, bin ich nicht sicher, ob das dabei ist, aber auf jeden Fall Flexity und R22B müsste dabei sein. Die Standardversion kostet also 39,99 aktuell und die Deluxe-Version bietet für 10 Euro mehr eben die vier Fahrzeugvarianten der Ulf, das ist so ein Niederflurfahrzeug, und den Betriebshof in Wien als Add-on. Und der kostet dann, wie gesagt, insgesamt das Paket 49,99. Also das ist momentan alles das, was in der PC, in der PlayStation-Version angeboten wird. Und ich hatte mich auf jeden Fall in diesem Fall für die Deluxe-Version entschieden. Das war mir diese 10 Euro auf jeden Fall wert. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Auf die PC-Version. Die Preise sind aktuell auf Steam. Bei Epic zum Beispiel habe ich das Spiel nicht gefunden. Man kann es natürlich auch im Handel als Disc-Version quasi auch bekommen, klar. Wobei ich persönlich gerne die Spiele bei Steam kaufe. Achtung, keine bezahlte Werbung hier, weil ich da zurzeit eben auch Workshops habe und nochmal ein besseres Spiel entstehen kann. Und deswegen bin ich da gerne auf Steam unterwegs. Also nochmal zur Erinnerung, Wien und München sind zwei separate Spiele. Das ist eben bei diesem Fall nochmal ganz, ganz wichtig zu wissen. Jedes der Einzelspiele kostet 34,95 aktuell und die einzelnen DLCs für die Vienna Version, die kosten für die Zusatzfahrzeuge 14,95 jeweils und für den Betriebshof nochmal 12,95 separat. Oder man kauft sich halt eben das sogenannte Bundle, was es momentan im Angebot gibt bei
bei Steam. Also da sind dann quasi alle aktuellen Inhalte dabei für 79,95 Euro statt der 112,75 Euro. Also man spart über 30 Euro bei dem Bundle. Und wie gesagt, nochmal betont, keine bezahlte Werbung hier. Und ich habe mich auch für das Bundle dann entschieden, wie ihr seht, alles in meiner Bibliothek drin. Ja, fand ich also insofern dann wiederum sinnvoll für 80 Euro das gesamte Paket eben zu kaufen. Und last but not least schauen wir uns jetzt nochmal kurz die Steuerung in beiden Variationen an und dann gibt es, wie versprochen, mein persönliches Fazit. Ja, und von der Haltestelle, wo wir gerade waren, gucken wir uns mal die Steuerung an. Also wir machen eine ganz kurze Tour auf der Linie 71 und gucken uns mal die beiden Versionen an. Das ist also genau die Haltestelle, wo wir gerade losgefahren sind. Blinker beispielsweise auf der PS5, sehr einfach, R1 und L1 kann ich das machen. Auf der PC-Version muss ich auf der Nummerntastatur geteilt mal oder minus drücken. Wobei das auch von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich ist. Das ist jetzt speziell auf das Fahrzeug Flexity gemünzt quasi, ne? Wenn ich es halten will, habe ich den Fahrthebel bei der PS5-Version, nämlich den linken Joystick quasi, auf der PC-Version die Tasten Q, A und Y. Und das ist tatsächlich auf der PlayStation viel einfacher zu steuern, als das auf der PC-Version geht. Alle Türen öffnen kann ich bei der PlayStation-Version quasi mit der Viereckstaste und die Tür 1 kann ich mit der Kreistaste steuern. In der Flexity-Variante des Fahrzeugs muss ich Nummer 4 und Nummer 6 drücken für die Türen öffnen oder die Freigabe quasi auch wieder ausschalten. Und wenn ich die Tür 1 öffnen will, muss ich die Nummerntaste 9 drücken. So, wir legen mal mit den PC-Versionen ein bisschen weiter vor. Wir legen los, es geht hier gleich links rum. Ein bisschen auf die Weiche achten. Ihr habt auch gerade wieder die Ansage gehört, ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wenn ich die Glocke drücken möchte, muss ich bei der PlayStation-Version die R2-Taste drücken und bei der Flexity nehme ich die Nummer 7 quasi, aber nur bei der Flexity. Das kann also durchaus bei den anderen woanders sein. Und ihr seht hier unten auf der rechten Seite, zeige ich euch das mal, ich kann jetzt hier auch wirklich alle Tasten drücken, die ich möchte hier. Ja, es klappt nicht so gut mit der Blinke, aber im Prinzip kann ich mit der Maustaste alle Tasten drücken. Das geht auf der PlayStation-Version genauso. Allerdings viel schwieriger, weil ich da ja eben keine Maussteuerung habe, sondern das muss ich ja mit dem Controller machen. Wir haben jetzt lange hier, ja, rot ist falsch, aber wir dürfen nicht fahren auf der PC-Version. Jetzt dürfen wir fahren. Ja, da muss man sich wirklich auch dann, ja, man muss sich die Fahrsteuerung auf der PC-Version tatsächlich auch von Fahrzeug zu Fahrzeug anschauen. Ich nutze da im Übrigen auch mein Elgato Stream Deck dazu. Da kann ich ja Unfall auf der rechten Seite, wunderbar. Kann ich dann also auch einfach die Tasten immer gleich belegen, sozusagen mit einer Hotkey-Variante kann ich dann das Elgato Stream Deck auch belegen. So, auf der linken Seite sind wir schon fast da, am Rennweg sozusagen, da möchte ich nämlich hin, das sollte die letzte Station dann sein, sodass ihr es mal ein bisschen sehen könnt. Regionalzüge. So, mit der PC-Version bin ich noch nicht so weit. Hier sind wir bei der Plesi, sind wir schon da. Da halten wir kurz an. Lassen die Gäste aussteigen. So, und jetzt achtet mal auf die PC-Version auf der rechten Seite. Da wird es jetzt spannend. Rennweg. Während wir hier auf der 77A. So, wir sind mit der PlayStation-Version. Da hupe ich hier gerade mal einmal nochmal, damit ihr mal die Glocke gehört habt. Da sind wir schon am Ziel und wir machen mit der PC-Variante weiter. Es hat einfach nur länger gedauert, weil die Ampelschaltung da eine andere war. Aber ihr seht es, da vorne ist der Verkehr schon ein bisschen drubbeliger. Da muss ich natürlich aufpassen. Und wenn ihr jetzt mal in die Mitte unten auf das Display schaut, da seht ihr rechts neben mir schon ein Auto, was sich da langsam ranschleicht. Ich wärme also hier virtuelle Spiegel in der Flexity. Ich schalte auch mal auf die Außenkamera, da seht ihr das schon, die schleichen sich da so langsam ran. Stehen da dicht auf dicht.
Und das ist etwas, was hier, das kann ich zum Beispiel in der PC-Version ranzoomen. Ihr seht, da ist er schon ziemlich knapp dran, das Fahrzeug. Da nehmen die gar keine Rücksicht drauf. Das ist so ein bisschen schade eigentlich. Und das ist jetzt auch ein Riesen-Bug in der Version hier. Das habe ich also auf der PlayStation noch nicht so erlebt, aber auf der PC-Version ist das halt leider so. Jetzt passiert ja auch nichts mehr. Das heißt, die Fahrzeuge da vorne stehen und stehen und stehen. Ich mache gleich nochmal eine Außenschalter hätte ich beinahe gesagt, eine Außenansicht an, dass man so ein bisschen gucken kann. Ich versuche auch mal so ein bisschen, ja, ein bisschen zu drängeln, ein bisschen hupen. Ihr seht das aber auch richtig, der Mercer fährt sofort auch direkt neben mich. Ne? Ihr seht das, der fährt quasi in mich rein. Na, das ist grafisch einfach nicht schön. Das ist ein Bug, der so nicht sein sollte. Und hier vor mir passiert jetzt also gar nichts mehr. Wir gucken mal eben nach vorne. Da stehen einfach nur 3-4 Autos. Da vorne ist nichts los. Bis auf das Rot ist, aber Rot ist natürlich 100 Kilometer entfernt. Und es passiert aber nichts. Die Autos stehen da und es passiert nichts mehr. Da kann ich jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag stehen. Das Einzige, was man jetzt machen kann, ist, ich sage jetzt mal ganz einfach, losfahren. Das ist natürlich nicht simulationsgerecht, das ist auch klar. Aber wenn ich im Spiel weitermachen möchte, dann geht das halt nicht anders. Manchmal funktioniert das einfach, indem ich den Wagen vor mir einfach anditsche. Also einen Unfall provoziere, ihr seht, das passiert aber nichts, bewegt sich keiner mehr, quasi einen Unfall provoziere, dann verschwindet das Fahrzeug schon mal. Oder wie hier ein Grafikbug, der riesengroß ist, finde ich, und das ist auch eben auch sehr schade und das ist auch das, was das Spiel dann ein bisschen leiden lässt, muss ich sagen, dass man hier einfach ja nicht weiterkommt. Ich ditche ihn jetzt an und dann fährt er quasi in mich hinein, wenn man sieht, er kommt also quasi in mein Fahrerhaus hinein. Das sagt er mir, Kollision am Auto, ja klar, so, der verschwindet dann einfach, ich habe nicht geschnitten, das ist einfach, geht einfach so geradeaus weiter, hier fahre ich jetzt einfach durch dieses Auto durch, ihr seht das, der kommt wieder in das Fahrzeug hinein, ja, sitzt quasi auf meinem Schoß, keine Kollisionsanzeige, gar nicht, ich fahre einfach weiter, genauso geht es mit dem Fahrzeug, und sonst kommt man hier nicht weiter, leider, also es passiert sonst nichts mehr. Also ein Bug, den ich gerne bitte behoben haben möchte, denn das ist so eine Katastrophe. Also A, dass es hier keine Kollision gibt und B, dass ich einfach hier so durchfahren kann und C natürlich, dass überhaupt die Fahrzeuge stehen bleiben. Hier macht er nochmal Kollisionswarnung, okay. Auch die Fahrgäste hier am Rand, die stehen da einfach so, ich kann es auch bimmeln, die lassen sich davon überhaupt nicht irritieren. Das ist also, der steht halb auf der Straße, aber ja, hupen, hupen, es passiert aber nichts. So, da sind wir angekommen, das ist also, da sind wir da, lassen die Fahrzeuge jetzt, die Leute nochmal ein- und aussteigen, das ist okay, aber gefällt mir noch nicht hundertprozentig, bin ich ganz ehrlich. So viel zum Thema Steuerung, was die beiden Versionen angeht hier. Man kann also hier wunderbar auf der PC-Version auch ranzoomen, kann hier auch nochmal alles, wenn man den Wagen zum Beispiel selbst aufrüstet, also etwas Schwierigkeitsgrad nach oben macht, hier kann man sich die Fehlermeldungen anschauen. Ach, das kann ich auf der PlayStation nicht, weil ich da nicht ranzoomen kann. Da sieht man nicht, was für Fehlermeldungen da sind. Hier zum Beispiel auf dem Mitteldisplay sehr, sehr wichtig, im Prinzip auch für die behindertengerechte Einstieg sozusagen, dass die Tür blockiert wird vorne und solche Sachen. Das kann ich hier viel besser sehen, als ich das auf der PlayStation sehen kann. Und vor allem auch die Knöpfe hier betätigen auf dem Display. Hier kann ich auch die Tasten so bedienen. Also ich habe es wie gesagt auf der Tastatur, aber natürlich kann ich auch diese Tasten hier so drücken und belegen und kann dann also auch mit der Maus, das geht aber auf der PlayStation auch, kann ich diese Tasten auch drücken oder zum Beispiel auch diesen Geschwindigkeitsvorwahlschalter, die Flexity hat einen Tempolimiter, muss man sagen. Da kann ich also sagen, nicht schneller als 30, schneller als 50 fahren. Dann kann ich so viel Gas geben, wie ich möchte. Oder ich kann zum Beispiel auch ganz einfach den Stromabnehmer oben hoch und runter schalten über diese Tasten hier. Dann fährt er runter. Oder ich nehme einfach die Taste O in dem Falle und kann den, ja, den Stromabnehmer auch wieder nach oben fahren. So, dann gucken wir uns noch mal was an, was auch interessant ist. Ich habe jetzt hier mal die PlayStation 5 Version genommen. Und zwar sind wir wieder in Wien. Wir fahren dieselbe Strecke, aber wir nehmen das Fahrzeug aus München, nämlich die R22B. Das funktioniert auf der PC-Version auch. Und hier haben wir noch mal eben kurz einen Ladezeitenvergleich. Beide machen lustige Geräusche im Hintergrund, wenn sie laden. Rechts oben seht ihr PC, links unten seht ihr PS5. Ladezeit ungefähr 18, 19 Sekunden. Die PS5 ist etwas schneller als der PC. Aber hier, das ist das Erstaunliche sozusagen. Ich kann jetzt also in Wien quasi mit dem Münchner Fahrzeug fahren.
Und hier ist auf der PlayStation 5-Variante etwas Besonderes. Und zwar muss ich hier in dieser Fahrzeugvariante muss ich einen Halte-Button drücken, nämlich diesen dort. Wenn ich also an der Haltestelle halte, muss ich quasi diesen den Haltestellenhalter quasi wie so eine Feststellbremse betätigen, dass ich also dort dann die Türen öffnen kann. Ich kann übrigens in beiden Variationen, also auch auf der PC-Version, kann ich jetzt in München beispielsweise auch in Wien mit dem Münchner Fahrzeug fahren, wenn man das Bundle hat. Wenn man jetzt nur die Münchner Version hat, dann gibt es auch nur dieses Fahrzeug hier. Aber so ist es halt. Ich habe kurz geschnitten, weil ja die Ampelphase relativ lang war. Blinkerbetätigung jetzt hier einfach mit der L1-Taste und zum Endblinkern auch wieder L1-Taste drücken. Und jetzt ist das, was mich auf der PS5-Version in der Steuerung, die natürlich einfacher ist als auf dem PC stört, ist einfach dieser Haltestellenschalter. Den kann ich mit dem Controller nicht betätigen. Unteres Belvedere. So, Haltestellenstopp mit dem linken Stick, gar kein Problem. So, jetzt muss ich mit dem linken Stick dahin und so X-Taste drücken, damit ich die Türen öffnen kann. Also jetzt habe ich jetzt Wagen Feststellbremse gemacht, Türen öffnen mache ich mit dem Viereck. Und rückwärts genauso wieder die Freigabe für die Tür mit dem Viereck wieder beenden. Und dann muss ich wieder auf diese Taste da drauf gehen. Und das ist echt fuckelig, bevor ich da jetzt hier mit X wieder entriegeln kann. Und das nervt kolossal, weil ich das nicht auf eine Taste legen kann. Und damit verliert man auch Zeit. Einfach Zeit. Ja, zu meinem Fazit. Also, ich habe das mal in dieser Pro- und Contra-Liste hier umgestaltet quasi. PC ist auf jeden Fall umfangreicher. Ja, da gibt es noch die Tram-Challenges, da gibt es einen Fahrplan-Modus, den ich, ich überlege gerade, gibt es den auch in der PS-Version, gibt es die, glaube ich, auch. Auf jeden Fall für Wien gibt es den Fahrplanmodus, auch auf der PlayStation meine ich, aber für die Münchner Version eben nicht. Und es gibt halt sogenannte Szenarien auf dem PC, also zum Beispiel wie Feierabend. Das heißt, ich mache die letzte Fahrt, fahre dann zum Betriebshof oder am Dienstbeginn eben genau umgekehrt. Und wie gesagt, die Challenges, die muss ich noch ausprobieren, da muss ich nochmal schauen, was dahinter steckt. Das gibt es allerdings auch nur in Wien. In München gibt es nur den einfachen und den fortgeschrittenen Modus. Ja, dafür kann ich bei der Konsolenversion aber eben mit der BIM auch eben aus München in Wien fahren und umgekehrt. Das geht auf dem PC nur dann, wenn man auch beide Spielvariationen hat. Also wenn ich jetzt nur Wien kaufe, kann ich halt mit dem R2B nicht fahren, soweit ich weiß. Und auf der PS5 habe ich eben alles in einem Spiel. Die Steuerung auf dem PC ist komplexer. Ich kann also Tasten, Keyboard belegen oder wie ich das auch bei mir mache, mein Elgato Stream Deck habe ich damit belegt. Kann das also detailreicher noch machen. Ansonsten kann ich natürlich jede Taste, die dort im Cockpit vorne zu sehen ist, Fahrstand heißt es, kann ich natürlich auch betätigen. Also mit der Maus ist das natürlich ein bisschen einfacher anzusteuern als mit dem Controller quasi. Das ist auf der PlayStation 5 dann mit dem X-Button, also hinsteuern mit dem X-Button, echt schon eine Herausforderung. Dafür ist aber auch der Fahrhebel mit dem linken Stick vom Controller natürlich viel besser zu handeln und zu kontrollieren und viel feiner zu steuern als über die Tastenkombination Q, A und Y auf der Tastatur. Wobei ich habe überlegt, ob das funktioniert, wenn ich meinen Controller mal an den PC anschließe, ob das funktioniert. Müssen wir auch probieren, habe ich noch nicht getestet. Die Kamerasteuerung ist auf dem PC ebenfalls besser. Auf der PS5 kann ich halt nur die verschiedenen vier Kameraperspektiven nur mit R3 durchschalten. Ich kann sie nicht direkt ansteuern, aber das ist schon jammern auf hohem Niveau, was ich jetzt hier tue. Und zudem habe ich aber auf dem PC mehr Möglichkeiten, die Kamerasteuerung und vor allem habe ich da auch einen Zoom, den ich wichtig finde für Signale und eben für die Instrumentenablesung. Das habe ich auf der PlayStation-Version halt eben nicht. Das Audio finde ich in beiden Versionen sehr gut umgesetzt. Das erzeugt bei mir zumindest ein sehr realistisches Straßenbahngefühl. Die Fahrgeräusche und die Ansagen sind auf jeden Fall klasse. Die Verkehrsgeräusche, ich habe es ja vorhin einmal gezeigt, und die Gästeansagen, das habt ihr jetzt nicht gesehen, wenn man mal draußen vor der Tür steht und sagen, könnt ihr mir bitte vorbei, die gehen so, ja. Und apropos Verkehr, ja, die KI ist leider eine Katastrophe. Biegen einfach ab, fahren in die Tram rein etc. Aber da bin ich ja vom ATS und vom ATS-2 auch nicht wirklich verwöhnt. Und der Autoverkehr ist einfach leider sehr schlecht. Und die Fahrgäste zum Beispiel reagieren auch überhaupt nicht auf Klingeln oder ähnliches. Die laufen auf die Straße, du klingelst und die
reagieren überhaupt nicht. Also das ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Da müsste man auf jeden Fall nochmal dran, dass das ganze Fahrgefühl ist da dadurch einfach ein bisschen schlechter. Vorab, die beiden Versionen sind in der Grafik auf jeden Fall super, aber auch noch mit etwas Luft nach oben. Was mich aber auf jeden Fall nervt, sind die Grafikbugs in beiden Versionen. Ja, also Regen und Schnee, der tröpfelt in die Bahn rein oder eben auch wenn man mal draußen ist unter einem Dach, da tröpfelt das Wasser einfach durch. Fahrgäste sind sehr einfach gestaltet, laufen ineinander, durcheinander durch. Dann wiederholen die sich sehr oft quasi, also du siehst, das ist einfach nur Copy-Paste quasi, die Fahrgäste sind immer die gleichen und dann also fünfmal dieselbe Person daneben dir stehen. Du siehst hüpfende Autos, du siehst halbe Menschen, Autos schieben sich ineinander in die Tram hinein, ich kann durch die Autos hindurchfahren. Und auch leider sind auch die Gebäude zwar gut, aber eben zum Teil auch eben nicht sehr, sehr plastisch gestaltet. Also zum Beispiel, wenn man diese Säulen da sieht, das ist einfach, man sieht, das ist nicht 3D, das ist einfach ein Foto, aber es ist hat keine Tiefe. Ne? Und bei den Jahreszeiten erkenne ich bis auf den Winter, sagen wir mal, auch keine großen Unterschiede. Schnee ist mir irgendwie zu wenig und Nebel ist auch nicht wirklich zu erkennen. Und außer dass der Himmel etwas drüber ist und naja, okay. Warum meckere ich da jetzt drüber? Naja, ganz einfach. Der Publisher verspricht nämlich, und ich zitiere jetzt von der Steam-Seite, Fotorealismus pur, hochrealistische Grafik und hochdetaillierte Gebäude lassen dich in eine virtuelle Stadt abtauchen. Du wirst bei der Qualität unserer Gebäude nicht mehr aus dem Staunen herauskommen oder alles mit unglaublicher Grafik. Sorry, Aerosoft, aber darunter verstehe ich dann mehr, zumal dann auch ein entsprechender Preis aufgerufen wird. Ne? Gut, zugegeben, alles was rund um die Bahn herum ist, die Details der Züge, der Trams, die Innenräume, die Gleise, die Gleisführung, die Gleissteuerung, die Schalter, die Hebel, die Knöpfe etc. Erste Sahne, das muss man sagen. Also das, was da gemacht worden ist bei den Straßenbahnen, super. Richtig, richtig super. Und wie gesagt, die andere Grafik muss man eben gucken. Also was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Fahrgäste ein bisschen detailreicher sind, dass sie sich auf die Witterung anpassen, Fahrzeuge anders sich verhalten. Also wenn es regnet, sollten die Leute vielleicht nochmal einen Schirm aufhaben oder irgendwie sowas oder was anderes anhaben. Die haben immer das Gleiche an und nur im Winter, da haben sie dann mal einen etwas dickeren Jacke an. Ansonsten ist es das gewesen quasi. Also diese Grafikbugs sind tatsächlich etwas schwierig. Zum Thema Langzeitspaß muss ich noch abwarten. Das Spiel macht mir echt Laune, das kann ich nicht anders sagen. Allerdings habe ich auch jeweils nur 3 Linien in Wien und 3 Linien in München. Ob das auf die Dauer dann nicht zu langweilig wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Weiß ich nicht. Also, mal schon gucken. Versprochen wird vom Publisher auf jeden Fall eine Simulationsplattform, die stetig weiter wächst. Und das ist ja schon mal dann toll. Allerdings sage ich auch hier, wir haben hier keinen Early Exit, das darf man ja nicht vergessen. Und der Preis ist ja auch recht ordentlich. 50 Euro nochmal, wie gesagt, für die Deluxe-Version auf der PS5. Da ist dann aber auch schon alles dabei, was momentan auf der Konsole verfügbar ist. 80 Euro bei Steam im Bundle für das gesamte Paket ist aus meiner Sicht auch noch okay. Aber jetzt komme ich nochmal zum Thema Langzeit-Spielspaß. Und deswegen habe ich da auch stehen zu teuer. Die DLCs sind aus meiner Sicht einfach viel zu teuer. Für so einen Zusatztram 15 Euro zu nehmen oder dann ist schon etwas happig, ja. Und dann möchte ich mir gar nicht vorstellen, was dann weitere Strecken oder gar weitere Städte kosten sollen. Also wenn der Langzeitspielpass dabei sein soll und ich dann gerne auch noch eine andere Stadt, eine andere Strecke haben möchte, was soll das dann kosten? Nochmal wieder 35 Euro. Puh, also nicht falsch verstehen. Ich finde beide Versionen wirklich klasse. Das Spiel macht mir zumindest Spaß. Wie lange und zu welchem Preis? Das werden wir dann sehen. Schreibt mir aber auch gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Würde mich wirklich interessieren, wie ihr das Spiel seht. Auch wenn ihr nur eine von den beiden Versionen habt, wäre total interessant für mich, wie ihr das Ganze seht. Und ich werde auf jeden Fall weiter berichten. Das war's. Euer Toffi.